A body has been discovered! Now then, after a certain amount of time has passed, the class trial will begin! Was zum Teufel ist das? Warum passiert das? Es ist so seltsam. Er ist endlich zu uns zurückgekommen. Wenn das ein Albtraum ist, dann lass mich einfach bitte aufwachen. Nekomaru? Nein, das ist eine Lüge, richtig? Basierend auf unserer Situation und der Body Discovery Announcement. Es ist bedauernswert, aber es gibt keine Zweifel daran, dass ein weiterer Mord stattgefunden hat. Ein weiterer Mord, hä? Aber warum? Hey, was ist passiert? Akane, zur Seite! Nekomaru, why did he have to die again? Damn it. I never paid you back. I never paid you back. For your help last time. Verdammt. How cruel. Das ist einfach nur zu viel. Warum musste Nekomaru erneut sterben? Obwohl sich sein Aussehen stark verändert hat, ist er trotzdem zu uns zurückgekommen. Oh. Warum? Warum muss das immer passieren? Egal wie sehr ich es versuche zu stoppen, das hier ist immer das Ergebnis. Ist das etwas, was ich nicht stoppen kann? Damn it. Hey, Nekomaru wurde umgebracht, richtig? Diese Ankündigung, bedeutet sie das, was ich denke, was sie bedeutet? I won't forgive you. Hey, wer war es, hä? Wer hat Nekomaru umgebracht? Aya. Es scheint, als wärst du endlich motiviert. Du. Hey, du weißt, wer es getan hat, richtig? Wer hat Nekomaru umgebracht? What do you want? Werd nicht auf einmal wütend, okay? Ich sollte derjenige sein, der wütend wird. Ich habe mir die Mühe gemacht, Nekomaru wiederzubeleben und der Mörder hat ihn einfach wieder umgebracht. Wie enttäuschend dumm. Vielleicht hatte er einige Schrauben locker? Versteht ihr? Weil er ein Roboter ist. Redest du über Nekomaru? Akane, komm runter. Nun, benutzt deine Kraft lieber für die Ermittlungen. Monokuma, kannst du Nekomaru vielleicht reparieren? Ich hätte ihn reparieren können, wenn sein Kopf noch dran wäre, aber so ist es wohl unmöglich. Außerdem, das letzte Mal, als es passiert ist, war es meine Schuld, aber dieses Mal ist der Mörder einer von euch. Yep. Deswegen muss ich ihn gar nicht reparieren. Ich schätze mal, es war eine Zeitverschwendung, ihn zu fragen. In other words, ein Leben, das einmal stirbt, wird niemals zweimal zurückkommen. So ist die Realität halt. So. Naja. Obwohl es vielleicht etwas langweilig wird, lasst uns so weitermachen wie immer. Die Monokuma-Akte. Und außerdem, das hier ist ein Geschenk von mir an euch. Red Bean Bread and Milk. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, weil alles so gut lief. Und außerdem... wenn ich euch nichts zu essen geben würde, dann würdet ihr wahrscheinlich gar nicht lang genug überleben für die Klassenverhandlungen. Ich werde definitiv herausfinden, wer Coach Nekomaru umgebracht hat. Und nachdem ich diese Person umgebracht habe, wirst du der Nächste sein. Ich werde dich definitiv zerstören. Aber erstmal werde ich essen. Wenn ich keine Nahrung in mir habe, dann kann ich nicht meine vollen Kräfte benutzen. Du hast recht. Wenn wir Mekamaru rächen möchten, müssen wir so viel Energie wie möglich zurückbekommen. Verdammt, ich werde etwas essen. Komm schon, Hajime, du auch. Ja, du hast recht. Hey, hey!
Esst langsam, okay? Es wäre schlecht, wenn ihr Bauchschmerzen bekommen würdet. Isn't that wonderful? Es scheint, als hättet ihr eure Energie zurückbekommen. Dann fangt endlich an, okay? I'm gonna do it. Ich werde es tun. Der Mörder und dich. Ich werde euch beide verprügeln. However. Nun, egal ob wir anfangen oder nicht. Was ist mit den anderen passiert? Sie sind anscheinend ziemlich spät dran. Du meinst die Leute aus dem Strawberry-Haus? Jetzt, wo du es erwähnst, sie sind gar nicht hier. Das ist seltsam. Sie hätten zum Grape Tower kommen sollen wegen des Monokuma Tai Chi. Unbelievable. Unakzeptabel. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr alle nicht kommen würdet. Um ehrlich zu sein, es war unter meinen Erwartungen. What are you gonna do? Nun, weil es eh zu einem Mord kam, ist es okay. Niemand ist gekommen? Heißt das, auch wir sind nicht gekommen? Do your best. Nun ja, gebt euer Bestes. Ich höre etwas. Hä? Was hörst du? Könnte es Nekomaru sein? Damn it. Nein, natürlich nicht. Er ist bereits tot. Yo. Oh, nun ja. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich um irgendwelche Geräusche Sorgen zu machen. Wovon redet sie? Ich höre gar nichts. Und was ist mit Gundam und den anderen? Ist es okay, dass wir sie nicht hierher geholt haben? Sie werden eh bald hier sein. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um uns Sorgen um sie zu machen. Sie sollten bereits die Body Discovery Announcement gehört haben. Yep. Sie sollten also bald hier sein. Und wir sollten so langsam mal anfangen. Du hast recht, ja. Okay. Dann schauen wir uns doch erstmal die Monokuma-Akte an, so wie immer. Das Opfer ist Nekomaru Nidai, auch bekannt unter dem Namen Mekamaru, nach seiner Transformation. Seine Leiche wurde im Grape Tower entdeckt, der im Funhouse ist. Sein Kopf wurde stark verletzt und kann nicht mehr repariert werden. Das war wohl der Grund des Todes. Trotz der Tatsache, dass seine Arme und Beine zerlegt wurden, waren diese Körperteile so designt, dass man sie abnehmen kann. Und es scheint, als wären sie durch eine starke Kraft abgetrennt worden. Und zusätzlich wurden auch noch weitere Bereiche des Körpers verletzt. Deswegen scheinen sich viele seiner Funktionen abgeschaltet zu haben. Seine Arme und Beine kann man ja abnehmen, aber sie wurden ja wegen starker Kraft irgendwie abgetrennt. Also wurde er irgendwie geschlagen mit irgendwas? Könnte das vielleicht sein? Gut, reden wir doch erstmal mit Akane. Hast du etwas gefunden? Es scheint, als hättest du noch nichts gefunden, ha? Wir brauchen Hinweise, richtig? Ich werde mich an etwas erinnern, also warte eben, okay? Oh, ich erinnere mich. Es gibt da etwas, was ich dachte, was seltsam ist. Es ist heute Morgen passiert. Du hast es ebenfalls bemerkt, oder? Dieses Geräusch. Ich habe ziemlich stark geschlafen, aber dieses Geräusch hat mich aufgeweckt. Ohne groß nachzudenken, bin ich aus meinem Zimmer gelaufen und nachdem ich das getan habe, was ist dann passiert? Habe ich nichts gesehen und die anderen sind auch nicht aus ihren Zimmern rausgekommen. Ich fühlte mich ziemlich blöd, weil ich die Einzige war, die rausgekommen ist. Deswegen bin ich zurück in mein Zimmer gegangen und habe weitergeschlafen. Am Ende habe ich nie herausgefunden, was dieses Geräusch war, aber ich habe seitdem darüber nachgedacht. Was war wohl dieses Geräusch?
Du weißt es wohl ebenfalls nicht, hä? Nun, dann sollte ich dir mal etwas detaillierter davon erzählen. Als ich aus meinem Zimmer gekommen bin, habe ich auf die Uhr in der Lounge geschaut. Es war etwa 5.30 Uhr morgens. Könnte dir das vielleicht etwas helfen? 5.30 Uhr morgens. Was zum Teufel? Ich habe mir die Mühe gemacht, mir das zu merken und dir fällt nichts ein? Du bist so verdammt nutzlos. 5.30 Uhr morgens. Interessant. Chiaki. Hä? Was ist das? Hast du etwas gefunden? Unter Nekomaros Leiche. Nein, Moment. Dort sind kleine, steinartige Fragmente unter Mekamarus Leiche. Und was genau meinst du mit steinartige Fragmente? Hier, schau mal. Dort sind eine Menge dieser kleinen Fragmente. Es scheint, als wären sie unter Mekamarus Leiche gefallen. Aber seltsamerweise sind diese Fragmente unter Mekamarus Leiche. Und kaum welche auf seiner Leiche. Was ist daran so seltsam? Gibt es damit ein Problem? Yep. Wenn du es nicht weißt, dann ist es okay. Es bedeutet wahrscheinlich, dass es nicht wirklich wichtig ist. Fragmente unter seiner Leiche, aber kaum welche auf seiner Leiche. I see. In der Monokuma-Akte steht nicht der Zeitpunkt des Todes, richtig? Ist das nicht auch passiert, als Ibuki und Hyoko gestorben sind? Oh, wirklich? Aber da war ja der Grund dafür, dass der Zeitpunkt ja quasi ein großes Geheimnis war, um den Mord zu lösen. Könnte das dieses Mal ebenfalls der Fall sein? Nur mal so nebenbei. Nur für den Fall der Fälle. Ich würde das gerne bestätigen. Ist es sicher anzunehmen, dass der Grape Tower und der Strawberry Tower dasselbe Gebäude sind? Nun, das ist das Einzige, was wir uns denken können, ja. Selbst als wir mit Chiakis Handbook experimentiert haben, es ist im anderen Turm wieder aufgetaucht, richtig? Which means? Der Grund, warum die Farbe an den Wänden in den beiden Türmen anders ist, ist wegen der Beleuchtung. Und der Grund, warum das Porträt auf dem Boden anders ist, ist, weil es nur eine Projektion ist. Ja, das sollte der Fall sein. Dann ist es entschieden. Die zwei Türme sind dasselbe Gebäude. Das heißt, der Tatort ist sowohl der Grape Tower als auch der Strawberry Tower. Ja gut, hilft uns das jetzt irgendwie weiter oder? Ich weiß nicht. Gut, schauen wir uns mal die Leiche an sich an. Sogar sein Kopf ist ab. Und das war wohl die Ursache des Todes. Er war auf jeden Fall ein Roboter. Wie kann man so einfach einen Roboter umbringen? Das ist eine interessante Frage, ne? Naja. Es ist auf jeden Fall seltsam, oder? Was? Wenn der Mörder ihn umbringen wollte, hätte er einfach den Kopf zerstören können. Also warum hat er dann den ganzen Körper zerstört? Vielleicht wusste der Mörder nicht, wie man einen Roboter zerstört. Deswegen hat er den Roboter überall beschädigt. Ja, um ehrlich zu sein, ich wüsste auch nicht genau, wie ich einen Roboter umbringen könnte. Deswegen, ja. Aber derjenige hat gegen Coach Nekomaru gekämpft. Er würde nicht so einfach sterben. Offensichtlich hat derjenige nicht direkt gegen ihn gekämpft, aber trotzdem, er würde sich nicht so leicht angreifen lassen. Gute Frage. Nekomaru war sogar noch stärker, nachdem er ein Roboter wurde. Wer hätte ihn wohl umbringen können? Gut, hier hätten wir die Leiche. Schauen wir uns doch erstmal den Kopf an. Dort ist etwas an Nekomarus Nacken. Ist das... Ist das die Schlaftaste, der Good Night Button? Kann das sein? Vielleicht hat der Mörder den Knopf gedrückt und damit dafür gesorgt, dass Nekomaru in den Schlafmodus wechseln musste.
Aber es wäre ziemlich schwer für den Mörder gewesen, das irgendwie erreichen zu können. Der Knopf auf der Hinterseite seines Kopfes. Ha. Komisch. Die Brust. Damit können wir nicht wirklich viel anfangen. Der wurde anscheinend hier gefesselt oder so. Sieht zumindest so aus. Und auch hier an dem Bein. Interessant. Hier haben wir auf jeden Fall irgendeine Art Kabel. Auf seinem, bei seinem linken Bein. Und auch an seinen Armen. Fast schon so, als ob er gefesselt wurde. Aber wer hat das getan? Und außerdem, die eine Seite dieses Drahtes. Es sieht wie eine Schlaufe aus. Warum ist das so? Interessant. Sonst noch irgendwas hier? Haben wir jetzt nicht alles? Öl, okay. Das ist wohl sein Blut, also das Öl ist sein Blut. Interessant. Ja gut, hilft uns das jetzt irgendwie, oder? Anscheinend. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber okay. Ja gut, dann können wir hier schon wieder zurück. Interessant. Blaues Öl. Och, sehr interessant, aber okay. Die Tür. Dort ist anscheinend eine Kette. Eine Metallkette. Warum wurde das gemacht? Vielleicht wurde das gemacht, um die Tür zu verschließen? Wenn das der Fall wäre, dann könnte man nicht von der Strawberry Hall Seite aus in diesen Turm. Das stimmt. Immerhin sollte diese Tür zur Strawberry Hall führen. You are right. Wenn man diese Tür mit der Kette abschließen würde, dann wäre es unmöglich, die Tür von der Strawberry Hall Seite aus zu öffnen. Aber warum hat der Mörder das gemacht? Das ist eine gute Frage. Ja gut. Achso, der Hammer. Hab ich ganz übersehen, der Hammer. Das ist dann wohl die Mordwaffe, oder? Ich meine, was soll es sonst gewesen sein? Vielleicht wurde Nekomaru mit diesem Hammer zerstört? Ich glaube, dass eine solch große Waffe das durchaus machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Ist vor allem auch ein ziemlich großer Hammer, ne? Dieser Hammer ist die Waffe? Aber der Hammer sieht etwas zu sauber aus. Fast schon so, als ob er neu wäre oder so. Und außerdem ist auch kein Blut drauf, also Öl. Und außerdem, wo hat der Mörder diesen Hammer herbekommen? Zuvor habe ich diesen Hammer nirgendwo gesehen. War er vielleicht irgendwo versteckt? Guter Punkt, es gibt hier keinen Supermarkt. Wo könnte dieser Hammer wohl herkommen? Auch das? Sehr interessant. Ist das noch irgendwas hier? Falsche Taste. Ich wollte X was ist das überhaupt? Y auf dem Xbox-Controller, okay. Oh, die Wand? Wirklich? Warum? Ist das irgendein Hinweis oder kann man das einfach so anklicken? Nichts Seltsames an der Wand. Okay. Irgendetwas Seltsames hier an dem Bild von Usami? Auch nicht, okay. Die Säule kann man sich nicht anschauen. Ah doch, hier. Auf der linken Seite. Die Säule ist umgefallen und wurde zerstört. Ist sie kaputt gegangen, als sie umgefallen ist? Und nicht nur das, dort ist eine seltsame Flüssigkeit auf der oberen Seite der Säule. Ist das Nekomarus Öl? Das ist die einzige Säule, die umgefallen ist. Die andere steht immer noch. Und außerdem, hinter mir ist die Tür zur Grape Hall. Die beiden Säulen von der Tür sind nicht umgefallen. Es ist seltsam, dass nur diese eine Säule umgefallen ist. Es könnte vielleicht etwas bedeuten. Ich verstehe, ich hab's. Du hast was? Die Säule ist die Waffe. Der Mörder hat die Säule benutzt, um Nekomaru zu bekämpfen. Diese riesige Säule? Wenn man mit so etwas angegriffen werden würde, dann hätte wohl selbst Nekomaru keine Chance gehabt. Ja, nun ja, das ist unmöglich. Die Säule wäre zu schwer, um damit jemanden anzugreifen. Hajime, greif dir das Ende dort drüben. Hä?
Wir müssen es ausprobieren, okay? Also los, beeil dich. Okay. It's no use. It's barely budging. Didn't I tell you? All right. If that's how it's gonna be, my body can take it. Power times three! Why? Es bringt einfach nichts. Sie bewegt sich nicht mal. Wenn zwei Leute diese Säule nicht mal bewegen können, dann wäre es unmöglich, die Säule als Waffe zu benutzen. Es gibt nur eine Person, die stark genug dafür gewesen wäre. Robo-Coach Nekomaru. Er ist definitiv der Einzige. Selbst das würde ich bezweifeln, aber naja, er wohl eher als die anderen. Was ist los, Chiaki? Nun ja. Der Final Dead Room. Der Final Dead Room. Was zum Teufel? Warum erwähnst du den auf einmal? Nun, der Hammer auf dem Boden und die Kette an der Tür. Und der Draht, mit dem er gefesselt wurde. All diese Beweise haben wir noch nie in diesem Gebäude gesehen, richtig? Aber weil wir ja nicht aus diesem Gebäude rausgehen können, würde das bedeuten, dass sie von irgendwo aus diesem Gebäude kommen. Oh, deswegen hast du den Final Dead Room erwähnt. Monokuma hat erwähnt, dass in dem Oktagon die ultimative Waffe ist. Ja, und wenn wir uns vorstellen, dass dieser Ort ein Arsenal ist, dann hat der Mörder wahrscheinlich dort seine Werkzeuge her, richtig? Und wenn das der Fall ist, dann sollten wir das überprüfen gehen. Nein, das ist gefährlich. Wenn du dort reingehst, dann musst du das lebensgefährliche Spiel spielen. Dann werde ich diejenige sein, die das überprüft. Hä? Was sagst du da? Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass dieser Ort gefährlich ist, richtig? Mann, es ist laut. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Tut mir leid. Nein, nicht ihr. Dieses Geräusch, das schon die ganze Zeit da ist, bevor die Ermittlung überhaupt angefangen hat. Ein Geräusch, bereits bevor die Ermittlung angefangen hat? Das erinnert mich daran. Du hast dieses Geräusch bereits seit einer Weile erwähnt, oder? Akane, was für ein Geräusch ist es? Es ist wie das Geräusch von einem Wecker. Es kommt wahrscheinlich von oben. Könnte es sein, dass... Vielleicht sollten wir uns erstmal dieses Geräusch anschauen. Wirst du es machen? Dann macht ihr es, okay? Ich werde hier bleiben. Ich werde dann ebenfalls hier warten. Seid bitte vorsichtig, okay? Sonia ist okay, aber... Wie kommt's, dass du nicht mitkommst, Akane? Hey. Nun, dieses Geräusch ist nervig und ich möchte nicht wirklich hier weg. Hey, hey. Hajime, es ist okay, wenn es nur wir beide sind. Komm schon, Akane hat gesagt, dass sie hier bleiben möchte. Hä? Sie möchte wohl an Nekomarus Seite bleiben, ha? Huh? Also los. Ja. Gut, wir sollten erstmal hier raus. Durch die andere Tür geht's ja nicht, weil da ja die Kette dran ist und da könnten wir so oder so nicht raus, oder? Moment. Ich höre das Geräusch. Ja, ja, genau. Eine Art Wecker. Kommt das von hier? Akane meinte, das käme von oben. Ja, doch, es wird lauter. Noch weiter oben oder hier? Also, die einzige Uhr, die wir haben, ist ja die hier, ne? Verdammt, es ist so laut. Es scheint, als würde das Telefon klingeln. Es war ein ein Telefon. Das Telefon, hä? Ich sollte mal rangehen. Ja gut, schauen wir doch mal nach. Damn right. Oh, du bist endlich rangegangen, hä? Diese Stimme... Bist das du, Fuyuhiko? Jeez. Mann, weißt du, wie lange ich bereits versuche, euch zu erreichen? Ich habe mir Sorgen gemacht, dass niemand rangehen würde. Was macht ihr? Seid ihr immer noch im Strawberry-Haus? Selbst wenn wir rübergehen wollten, wir könnten es nicht tun. Anscheinend hat jemand den Aufzug kaputt gemacht. Er bewegt sich nicht mehr.
Und wir können auch von der Strawberry Hall aus nicht in den Turm, weil der Knopf ebenfalls kaputt ist. Wir sind also hier gefangen. Ha. Der Aufzug ist kaputt und auch der Knopf. Hey, hörst du zu? Ja, ich hör zu. Nun auf jeden Fall, jeder im Strawberry House ist in Sicherheit, richtig? Wir sind sicher, aber... Wir können Nekomaru nirgendwo finden. Wisst ihr etwas darüber? Habt ihr es nicht gehört, die Buddy Discovery Announcement vorhin? Verdammt, das war es also. Verdammt, warum musste es Nekomaru sein? Er ist doch gerade erst zu uns zurückgekommen. Wo wurde er umgebracht? Im Grape Tower. Als ich heute Morgen dorthin gegangen bin, war er bereits... Ich verstehe, der Grape Tower, hä? Wenn der Knopf der Tür zu der Strawberry Hall nicht kaputt gemacht worden wäre, dann könnten wir in den Turm und... Oh verdammt, das ist es! Der Mörder hat den Aufzug und die Strawberry Hall Tür kaputt gemacht. Um uns davon abzuhalten, dass wir eine richtige Ermittlung durchführen können. Verdammt, dieser Bastard! Gibt es vielleicht einen anderen Weg, wie ihr hier rüberkommen könnt? Nun, ich schätze mal, wir müssen das Kazuichi überlassen. Er hat gesagt, er kümmert sich um den Aufzug. Ich schätze mal, er ist momentan unsere einzige Hoffnung. Ha. Basierend auf dem, was Kazuichi gesagt hat, wird es schwer für ihn sein, die Tür der Strawberry Hall zu reparieren, ohne irgendwelche Einzelteile zu haben. Aber er hat gesagt, dass er vielleicht den Aufzug reparieren kann. Wir warten dann auf euch, okay? Werdet ihr okay sein? Damn right. Ja. Wir werden rüberkommen, sobald Kazuichi fertig ist. Und bis dahin liegt es in euren Händen, okay? Hey, hey. Der Anruf kam also aus dem Strawberry House, hä? Huh? Anscheinend können die anderen nicht rüber, weil der Aufzug kaputt ist. Es gibt keine Zweifel daran, dass das Werk des Mörders war. Der Mörder hat versucht, die anderen davon abzuhalten, zum Tatort zu kommen. Solange der Aufzug außer Betrieb ist, werden die anderen keine Ermittlung durchführen können. Aber das ist nicht alles. Aus irgendeinem Grund ist auch der Knopf zur Strawberry Hall kaputt. Der Türknopf zur Strawberry Hall? Dann ist die Tür also von beiden Seiten blockiert? Auf der Innenseite ist die Kette und auf der Außenseite ist der Knopf kaputt. Das würde dann wohl heißen, dass... ...das der Fall ist, ja. Hm, warum musste der Mörder gleich beide Seiten blockieren? Ich bin mir nicht sicher, aber daran ist auf jeden Fall irgendetwas seltsam. Ich würde mir das gerne etwas genauer anschauen, aber... Wenn sie nicht hier rüber können, dann können wir auch nicht dort rüber. Yep. Und das würde bedeuten, dass es erstmal für uns unmöglich ist, den Final Dead Room anzuschauen. Ich würde mich eh nicht dabei wohlfühlen, wenn du dorthin gehen würdest, aber naja, es ist ja momentan eh unmöglich. Anscheinend repariert Kazuichi den Aufzug. Alles, was wir tun können, ist hoffen, dass er das schafft. Du hast recht. Gut, wir haben auf jeden Fall nicht mehr allzu viel Zeit übrig.